Weisheit und Klugheit als Hindernis. Matthäus Kapitel 11, Verse 25 und 26. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Die Vergebung der Sünden ist kein Prozess, die Erkenntnis von Gott kein Werk eigenen Nachdenkens oder Philosophierens. Geistlichkeit kann ich mir nicht wirklich anlesen. In Gottes Wahrheit muss man regelrecht eintauchen, weil es uns sonst zum Ärgernis wird und wir uns damit dann nur intellektuell abquälen. Wer wiedergeboren ist, weiß das alles oder willigt zumindest gleich ein, weil er ahnt, dass es sich so verhalten muss, laut Bibel. Gott gibt Wollen und Vollbringen, Philipper 2, 13, er tut das. Unsere Verbundenheit mit Gott ist sein Werk, oder sie ist es nicht. Unser Miteinander im Glauben kann nicht auf Augenhöhe geschehen. Gott ist Gott und der Mensch ist der Mensch. Wir leben im Fleisch, auf der Erde und sind in einer dreidimensionalen Welt existent, Gott nicht. Deshalb kommen wir auch nicht durch Nachdenken ans Licht, sondern nur durch Gehorsam im Glauben, gemäß dem, was auch in der Bibel steht. Und wenn wir das im Glauben, im Heiligen Geist tun, nachdenken, glauben, dann tun wir es wirklich. Das ist der Schlüssel der Erkenntnis. Wer Gott viele Opfer an Zeit, Einsatz, Einstellung und Kraft bringt, dabei aber im Grunde ungehorsam ist und diese Dinge nicht tut und voraussetzt, wird im Dunkeln bleiben und Scheingefechte führen. Gehorsam ist besser als Opfer. 1. Samuel 15, 22. Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir nach eigenem Gutdünken, vielleicht auch in guter Absicht, Dinge tun, die der Herr so nicht gefordert und verlangt hat. Gott hat nicht verlangt, dass wir uns den Kopf zermartern über den Sinn des Lebens. Gott verlangt Glauben und Gehorsam. Gehorsam an das, was Jesus Christus für den Gläubigen am Kreuz von Golgatha getan hat. Das gilt speziell für irgendwelche Opfer, von denen wir uns selbst etwas erhoffen. Stichwort Gebetserhörungen. Glauben ist in dem Sinne kein Opfer. Glauben ist ein Schritt des Gehorsams. Dank ist ein Opfer. Dank auf Grundlage des Gehorsams, der Vergebung der Sünden durch Jesus Christus, woran wir glauben sollen. Ich kann Gott nicht unter Druck setzen, indem ich etwas Gutes tue oder mir das einbilde oder viel bete oder faste, um letztlich meinen Willen durchzusetzen und durchzudrücken. Funktioniert nicht. Sind wir einfach gehorsam, bekommen wir immer zur rechten Zeit, was wir brauchen und auch begehren. Matthäus 21, 22. Im geistlichen Leben kann man nicht einfach etwas herausfinden und sein geistliches Vermögen und Wissen durch allerlei Techniken, Tricks, Beziehungen und so weiter vergrößern. Es muss einem immer von Gott offenbart und gezeigt werden, in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in meiner eigenen Kraft. Auch durch eigenes Versagen können wir diese Erkenntnis gewinnen. Dies geschieht durch den Gehorsam, den man also lernen kann und auch lernen muss. In Hebräer 5, Verse 1 bis 8 steht Folgendes. Denn jeder hoher Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und Jesus Christus als Mensch ist uns auch hier ein Vorbild geworden. Wenn er an dem, was er erlitt, den Gehorsam sozusagen lernen musste, wie viel mehr gilt das dann für uns? In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt William MacDonald Folgendes: Die drei Städte Galiläas hatten weder Augen, den Christus Gottes zu sehen, noch Ohren, ihn zu hören. Jesus wusste, dass ihre Haltung nur ein Vorgeschmack der Ablehnung durch weitere Bevölkerungsteile war. Wie reagierte er auf ihre Unbußfertigkeit? Weder mit Bitterkeit, Zynismus noch mit Rachsucht. Stattdessen erhob er seine Stimme, um Gott zu danken, dass nichts seinen souveränen Willen zunichte machen kann. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Wir sollten hier zwei mögliche Missverständnisse vorbeugen. Erstens hat Jesus hier nicht Gefallen an der Zerstörung galiläischer Städte geäußert. Zweitens meinte er mit seiner Äußerung nicht, dass Gott das Licht den Weisen und Klugen in hochmütiger Weise vorenthalte. Die Städte hatten jede nur denkbare Chance erhalten, den Herrn Jesus zu begrüßen. Sie hatten sich willentlich geweigert, sich ihm zu unterstellen. Da sie das Licht ablehnten, enthielt Gott es ihnen nun vor. Aber Gottes Pläne können nicht durchkreuzt werden. Wenn die Intelligenz nicht glauben will, dann wird Gott sich den demütigen Herzen offenbaren. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Lukas 1,53. Diejenigen, die sich zu klug und weise vorkommen, um Christus nötig zu haben, werden mit Blindheit in ihrem Beurteilungsvermögen bestraft. Aber die, die ihren Mangel an Weisheit eingestehen, erhalten eine Offenbarung von ihm, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Kolosser 2,3. Jesus dankte dem Vater, der es so eingerichtet hatte, dass einige ihn zwar ablehnten, andere ihn dagegen annahmen. Angesichts großer Widerstände fand er Trost in dem allumfassenden Plan und Ziel Gottes. Soweit. Und das darf auch für uns zählen, wenn wir manche Dinge nicht verstehen, wenn wir den Eindruck haben, wir drehen uns nur im Kreis, kommen nicht voran, wir verstehen manches nicht. So dürfen wir auch dem souveränen Plan Gottes vertrauen. Für diese Welt allgemein, aber auch für mich in meinem kleinen Leben. Gott ist da und Gott hat auch für mein Leben einen Plan. Jesus hat sich diesem Plan unterworfen, hat sich nach dem Willen Gottes ausgestreckt. Nicht zuletzt der Wille, dass er sein Leben gibt zur Vergebung der Sünden am Kreuz. Wenn wir uns durch den Gehorsam segnen lassen, kommt das Licht in unseren Alltag, unseren Geist, in unser Leben und auch in unseren Glauben. Der Himmel steht uns offen, wenn wir vor allen anderen Dingen nach Gottes Reich trachten. Matthäus 6,33. Das machen wir dann, wenn wir Gott gehorsam sind. Konkret sollen wir dem biblischen Evangelium gehorsam sein. Römer 10,16. Also wissen, was Gnade ist und verstehen, dass Jesu Gehorsam mein Seelenheil beinhaltet hat. Philipper 2,8. Wir sollen gehorsam sein im Erweisen seiner Liebe. 2. Korinther 2,8 und 9. Also ihm danken und auch Gutes tun und auch unsere Mitgeschwister in diesem Sinne annehmen und mit ihnen umgehen. Wir sollen uns nicht den Begierden hingeben, sondern unsere ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes richten. 1. Petrus 1,13 bis 15. Im Zeugnis geben sollen wir uns hingeben. Im Zeugnis über die Hoffnung, die in uns ist, sollen wir auch entsprechend gehorsam sein und auch Rechenschaft abgeben, wenn wir gefragt werden.
die Verantwortung vor jedermann abzugeben, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir ihm gehorsam sein wollen, dass wir über die Sünde nur das denken, was die Bibel sagt, und dass wir diese Sünde ans Kreuz im Glauben heften, an Jesus abgeben sozusagen, dass er für uns zur Sünde wurde und durch seinen Tod und seine Auferstehung Sünde, Tod und Teufel überwunden hat, für jeden, der glaubt, also auch für mich. Das gilt auch für die Ordnungen in den Versammlungen und auch in den Gottesdiensten. 1. Timotheus 2, 1 bis 15. Auch da geht es um Gehorsam. Und es geht um das Üben in der Frömmigkeit. 1. Timotheus 4, 7. Das ist sozusagen auch ein Dienst, eine Arbeit, ein Weg, den wir zu gehen haben. Die Erziehung durch Gott, die Heiligung, das Üben in der Frömmigkeit. Da dürfen wir uns auch bemühen. Wir sollen Recht schaffen, untadelig unsere Arbeit machen und ungeistliches, loses Geschwätz vermeiden. 2. Timotheus 2, 15 bis 16. Sowie sicherlich noch einiges anderes mehr, was wir in der Bibel lesen. Aber das alles soll uns keine Last, sondern eine wertvolle und ersehnte tägliche Orientierung und Begleitung sein. Auch gerade dann, wenn wir Fehler machen. Es sind liebevolle Ratschläge unseres himmlischen Vaters, der auch weiß, dass wir unsere Erfahrungen machen müssen, um zu lernen, Niederlagen inbegriffen. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Rom Folgendes: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Römer 13, 8. In diesem Sinne, Gott segne, behüte und bewahre euch, er stärke euch an Körper, Geist und Seele und sei mit euch. Amen.